Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Wir spielen die Bonus-Episode Lebe wohl. Ready? I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. Tell me that wasn't the coolest thing you've ever seen! You're insane! That explosion was massive! You say that like it's a bad thing. Pretty sure your mom would think so. Let's hope she didn't hear. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. I'll be excavating the closet. If you see anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile over there. Ja, meine Lieben, wir spielen die junge Max. It feels like I've spent half my life hanging out in this room. Probably because I have. I can't believe those days are all over now. This could be my last chance to say goodbye. But how do you tell your best friend that you're leaving her? I better help Chloe with her cleaning. While I'm at it, I can take one long last look around this place. As usual, Chloe's grades are better than mine. I still kick her butt in PE, though. Wow. Naja, gut, aber dass Chloe nicht doof war, das wissen wir ja. I can never tell if Chloe is my best friend because she makes me do crazy things or despite it. I think Chloe used to call this guy Mr. Sharky. I doubt she plays with it anymore. People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. Ja, was sagst du jetzt noch? I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. I still can't believe you're a Blackwell Academy student. How is it? Oh, the classes are incredible. The teachers are actually smart. And the lab is legit. Petri dishes for days. What about the students? Are they as stuck up as you thought they'd be? They're fine. Chloe, you're terrible at hiding your feelings. Is everything okay? I don't know, I like hanging out with normal people. Like you. Thanks. I guess. You know what I mean. I hate fake people. You're real. Thanks. Eine reale Freundin, die ihre Freundin belügt. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat Max Chloe noch gar nicht erzählt, dass sie umziehen wird. Dann ist wahrscheinlich Chloes Vater auch noch nicht gestorben, weil ich glaube,
Er ist gestorben und Max ist direkt kurz danach weggezogen. War deswegen auch nicht für Chloe da. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Hey, what's your dad's camera doing in here? Dad said I could bring it up here for you to use. He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. His words. Your dad is the best. Sure. Just don't ever tell him that. We need to keep him on his toes. Er lebt noch. You're off to a great start. Actually, it's kind of cool. Ich will mir erstmal alles angucken, bevor ich irgendwas wegwerfe. Magic. I was lucky to survive Chloe's magic phase with all my fingers intact. Das hatten wir schon. Jetzt kann sie sich hier hinlegen, kann ein bisschen träumen. Let this box of trash be a sacrifice to you, oh almighty Chloe Bear. Haben wir eigentlich? Wir haben eine Karte. Chloe and I haven't played this game in forever, and I'm pretty sure it's missing pieces. This was our first unsupervised concert together. It was so much fun. We were supposed to see another show next month, but how sick was that show? The sickest. I've been working on my moves for the next one. Check it out. How about you? Any new moves? Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn, Caulfield. Save something for when it counts. All right, back to the junk mines. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Well, besides Bongo, of course. Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate. Instead, we played dress up for an hour. Das kenne ich irgendwo, ja. Chloe's had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. I hope Dr. Klohenstein's okay. Whoa, talk about embarrassing. Chloe keeps trying to get me to hop on her board. I'd rather take pictures. Chloe's such a nerd. She hangs on to all her old textbooks and school supplies. Chloe's had this hoodie for years. It's her favorite. I don't think she'd mean to throw it away. We bought this as a gag years ago. I honestly can't believe Chloe still has it. Chloe's been beating me for a while, but that growth spurt could come any day now. Ich glaube, der kam gar nicht, ne? So, was werfen wir denn weg? Also den Katzenpulli retten wir auf jeden Fall. What are you doing? Your favorite hoodie. You must have thrown it in by mistake, right? No. It's fine. It's filled with holes and falling apart. That never stopped you from wearing it before. It's fine. Really. Okay.
Dann werfen wir das mal weg. What about this hack-eaten jawbreaker? A serious biohazard. You promised me we'd finish it together, no matter how long it took. Don't be a quitter. Oh, komm. You're right. Yes! The never-ending candy lives on. Oh. Wie heißen die nicht Jawbreaker oder sowas? Ach, ich müsste mal ein Schlückchen trinken. Die heißen die da, oder? Also Kieferbrecher heißen die, glaube ich. Ja, Jawbreaker. Ja, den werfen wir weg. You better not be thinking what I think you are. Boah. Chloe, I haven't seen you touch this guy in years. Why do you care? Why do I care? If you throw my beloved childhood friend into the trash? I don't think that deserves an answer. Okay. Sorry, chum. That's better. This seems like a good candidate. Are you insane? That's my entire magic collection. Do you know how many weeks of allowance this cost? You haven't touched these since the fifth grade talent show. Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secrets. Put it back. Boah. Ich entschuldige mich für das Knacken im Hintergrund. Das ist meine Heizung. Okay, whenever I'm ready, I can go tell Chloe I'm done arguing about trash with her. Live fast, die young, and go out with a bang. Rest in pieces, doll. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. That's BS. The last time we played, I wiped the floor with you. Poor Max. Losing your memory at such a young age. Guess we'll have to play again soon and find out. Upsies. Upsies. Ich lege mich mal hin. Ein bisschen Musik hören, ein bisschen nachdenken. It's so hard to believe. This room, this house, this town. All in the past now. Soon to be. Who even am I without Chloe? She's the one who's always starting things, pulling us into adventures. I can't imagine life without her. Maybe I haven't told her I'm leaving yet because I still can't believe it's real myself. Du solltest es ihr aber dennoch sagen. Also, dass es ihr gar nicht gesagt hat. Ich habe da jetzt noch ein Ding. Oh. I've tried ever since I started taking photos. Chloe's hung them in her room. It's like my own private gallery. Ich hätte schon gedrückt. That's it.
I'm calling off the search. If you want more trash, you'll have to find it yourself. Well, it wasn't exactly the purge Mom was hoping for, but at least we tried, right? Right. And now we've got the whole day ahead of us. What do two undersupervised friends with clean rooms and clean slates want to get into today? I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I could let us enjoy the day first and tell her later. Erst ihr später sagen, erst ihr jetzt sagen, erst ihr jetzt sagen, definitiv. Actually, Chloe, I really have to tell you something. I don't know how to... Holy shit! Max, hold that thought. This must have fallen out when I was digging around in here. Do you have any idea what this is? Whatever it is, it looks like it came out of our pirate phase. Your powers of deduction are as strong as ever. This tape is from 5 years ago. It's a message from our past selves to our current selves. So we were 8 years old? That's crazy. I can't even imagine what we sounded like. Ready to find out? Avast, future wayfarer! Ye have uncovered the audio log of the most fearsome pirates in the bays of Arcadia! Captain Bluebeard and Long Mac Silver! We were such dorks. So, you're in search of buried treasure, are ye? Well, if it's treasure ye seek. Do mine eyes spot two fair pirate wenches? What? Dad, get away! We're in the middle of an important project! Oh, a project? Never mind then. I apologize. I mean it! All right. Supper's in five. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame. As I was saying, if it's treasure you seek, you've come to the right place. But be forewarned, the journey will be treacherous and full of treachers. Nice. To find the treasure of Price Isle, you will need the map from the manuscripts of Captain Bluebeard. Only the map can lead ye to the treasure ye seek. But be forewarned. Again, only those with pure hearts will be able to see what the amulet shows them. The amulet. Good luck. And, why? Dude, that was... hilarious. We were so, so ridiculous. We still are, Max. We still are. Okay, forget everything. Today, we go treasure hunting. I think I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Our old sketchbook. This is where we kept all our pirate drawings. Yep. Now let's see this map. Eigentum von Captain Blaubart und Long Mac Silver. Finger weg, Mama. Okay. Krener, der Geisel, die Geisel von Arcadia. Die Geisel. Krenes, Salon, danke Hund. Pflicht, Planke, Schatzkammer, Kanonen, Kombüse. Ach, sind sie süß. Pogo. The Gang. Oh. Kein Baden. Piratenregeln. Kein Baden. Keine Jungs auf dem Schiff. Kein Teilen von Piratengeheimnissen. Immer die Beute teilen. Immer den Schatz vergraben. Immer andere Piraten beschützen. Eine Missachtung dieser Regeln führt zum Lauf über die Planke. Danke, Hund. Ja, du bist heute so nett. Logbuch des Kapitäns. Ein weiterer Tag des Plünderns und der Zerstörung auf der Hohen See. Unser gerade erst vergrabener Schatz war wieder in Gefahr.
die fiesen Kommandantin Shelly, Feindin aller Piraten, drohte uns die Karte abzunehmen, falls sie sie sieht. Mit Sicherheit hat sie gehört, wie wertvoll unser Schatz ist und will ihn uns stehlen. Wir tun unser Bestes, die Karte geheim zu halten, während wir weiter an ihr arbeiten. Und will unser Feind unseren Schatz so dringend haben, müssen wir sicherstellen. Und weil unser Feind unseren Schatz so dringend haben will, ich hab mich verlesen, müssen wir sicherstellen, dass nur wir, Captain Blaubart und Long Max Silver, die Karte lesen können. Auf zu weiteren Plünderungen und Reichtümern. Captain Blaubart, Long Max Silver. This looks like a page was ripped out. I wonder if it's the map. Hey, check this out. This page was ripped out. Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings? So much for telling Chloe now. All she cares about is finding this map. But where could it be? Don't move. This angle is perfect. Why be shy? Get in here, dude. Subject and photographer. You really do it all, Max. I try. I remember writing this. It's a story where you choose what happens. Wonder if I could still get to the end. Seite 1. Du bist Max und Chloe. Beste Freunde und Schüler in der Schule. Du sitzt im Unterricht, als plötzlich ein niedliches Eichhörnchen am Fenster erscheint. Es ist so süß. Möchtest du es streicheln? Das Eichhörnchen streicheln, Seite 8. Das Eichhörnchen nicht streicheln, Seite 3. Ja. Seite, ach nee, ich ahne schon. Du gehst zum Fenster und streichelst das Eichhörnchen. Warum auch nicht? Es ist ein niedliches Eichhörnchen und du willst es streicheln. Hi, Herr Eichhörnchen, sagst du. Ah, hör auf, mich zu beißen, sagst du als Nächstes, denn das Eichhörnchen beißt dir in die Hand. Aber es ist zu spät, du hast Tollwut, Mrs. Anders muss dich erschießen, damit du niemand anderen beißt. Das macht sie sehr traurig, Eichhörnchen sollte man wohl besser nicht streicheln. Ende. Okay. Dann fangen wir mal mit dem ersten nochmal an. Seite 3. Warum magst du keine Eichhörnchen? Sie sind so süß und lieb. Du musst echt gemein sein. Das Eichhörnchen wirkt verärgert, dass du es ignoriert hast. Es kommt hereingelaufen, stiehlt dein Buchreferat von deinem Schreibtisch und rennt wieder raus. Du sagst der Lehrerin, das Eichhörnchen hat mein Buchreferat gestohlen. Aha, ja klar, natürlich, antwortet Mrs. Anders. Sie glaubt dir eindeutig nicht. Was tust du? Das Eichhörnchen jagen, Seite 4, oder in der Klasse bleiben, Seite 10. Machen wir mal in der Klasse bleiben, Seite 10. Du entscheidest dich, das Eichhörnchen nicht zu jagen. Als du dein Buchreferat halten sollst, sagst du Mrs. Anders, dass ein Eichhörnchen damit stiften gegangen ist. Sie glaubt dir nicht, erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, dass sie dir nicht glaubt? Warum hörst du nicht zu? Du sollst besser aufpassen. Jedenfalls meldet Mrs. Anders dich dem Direktor und bald darauf fliegst du von der Schule, weil du eine schlechte Schülerin bist. Ohne Schule kannst du keinen Job bekommen und kein Geld verdienen. Jetzt lebst du in einer Hütte ohne Fernseher und nimmst Drogen. Bald wirst du tot sein, du hättest besser aufpassen sollen. Ende. Ja, okay, Seite 4. Oh, sorry. Also, wir jagen das Eichhörnchen natürlich, dann müssen wir zur Seite 4. Okay, sobald Mrs. Anders sich umdreht, springst du aus dem Fenster und jagst dem Eichhörnchen hinterher. Das ist eine ganz schlimme Sache und du hoffst, dass du deswegen später keinen Ärger bekommst. Aber vermutlich wirst du das. Draußen siehst du dich um, doch du siehst das Eichhörnchen nicht. Ist es fort? Da ist es. Es steht neben einem Eingang zur Kanalisation. Du rennst auf es zu, doch es bekommt Angst und springt herunter. Oh Mann, willst du wirklich darunter gehen, in die Kanalisation springen, Seite 2, einen anderen Weg finden, 6. Wir machen natürlich erstmal wieder 6. Ich kann dir keinen Vorwurf machen, das Loch in der Kanalisation sieht echt gruselig aus, aber es gibt einen anderen Weg hinunter. Plötzlich erscheint eine Glühbirne über deinen Kopf. Du benutzt sie, um deinen Weg zurück zu deinem Haus zu erhellen und ins Badezimmer zu gelangen. Du steigst mit einem Fuß in die Toilette und ziehst ab. Wusch. Und schon bist du in der Kanalisation. Auf dem Boden siehst du links eine Spur winziger Abdrücke und rechts eine Spur angenagtes Papier. Welcher Spur folgst du?
Links war angenagtes Papier. Dann müssen wir zur Seite 9. Rechts so. Ich meine links. War richtig, wa? Was richtig war. Es ist etwas verwirrend. In der Entfernung siehst du das Eichhörnchen, aber es bewegt sich nicht. Tatsächlich ist es tot. Wer würde ein armes Eichhörnchen umbringen? Plötzlich erzittert der Boden. Um die Ecke kommt eine gigantische Ratte. Es ist die größte Ratte, die du je gesehen hast. Das größte Wesen oder Ding, das du je gesehen hast. Es ist der Rattenkönig. Der Rattenkönig trägt eine Krone und steht auf einem Thron aus all deinen fehlenden Hausaufgaben. Darunter auch dein Buchreferat. Was tust du? Darauf zulaufen? Oder weglaufen. Wir machen mal Seite 12 darauf zulaufen. Dein Vater sagt immer, du sollst auf deine Probleme zusteuern und nicht vor ihnen weglaufen. Und glücklicherweise hast du dir einen echten schlechten Zeitpunkt ausgesucht, endlich auf ihn zu hören. Du rennst direkt auf den Rattenkönig zu. Zuerst wirkt er überrascht. Du versuchst ihm ins Gesicht zu schlagen, doch du hast seinen langen, ekligen, haarigen Schwanz vergessen. Er umwickelt dich wie eine Königsboa und stopft dich in sein Maul. Er verschlingt dich mit einem Schluck. Jetzt kannst du herausfinden, wie das Innere einer Ratte aussieht. Das würde einen tollen Wissenschaftsbericht abgeben. Bloß schade, dass du nicht mehr leben wirst, um irgendwann davon zu erzählen. Ende. Okay, dann weglaufen, Seite 5. Du bist weggelaufen wie ein Angsthase. Ich mach dir keinen Vorwurf, das Teil ist widerlich. Während du wegläufst, fällst du fast über ein kleines glänzendes Objekt und hebst es auf. Es ist ein Feuerzeug. Deine Mutter lässt dich nie mit welchem spielen, aber sie ist jetzt nicht hier, oder? Das ist deine Chance, den Rattenkönig zu töten, um die Hausaufgaben aller Schüler ein für ein allemal zu beschützen. Das ist deine Gelegenheit, ein Held zu sein, tust du es? Nur ein Scherz, dir bleibt keine Wahl. Du kannst vielleicht eine Entscheidung treffen, aber ich bin immer noch der Schriftsteller hier. Du musst den Rattenkönig angreifen, aber wie willst du ihn angreifen? Seinen Schwanz verbrennen oder seinen Thron verbrennen? Seinen Thron verbrennen, dann würden wahrscheinlich die Hausaufgaben kaputt gehen. Wir machen... Ja. Machen wir mal den Thron erstmal, Seite 13. Dann haben wir nämlich alle. Von hinten. Du entscheidest dich, den Thron des Rattenkönigs zu verbrennen. Es bereitet dir Schmerzen, all diese tollen Hausaufgaben zu verbrennen, darunter auch dein Buchreferat. Doch du denkst daran, dass es aus gutem Grund geschieht. Sobald der Thron in Flammen aufgeht, schreit der Rattenkönig auf. Nein, mein Thron. Plötzlich beginnt der Rattenkönig zu schrumpfen. Bald darauf ist er wieder so klein wie eine normale Ratte. Er kann nicht mal aus seiner riesigen Krone herausklettern. Oh, er ist jetzt so niedlich. Du rennst zurück ins Klassenzimmer und erzählst Mrs. Anders alles über den Rattenkönig und das, was passiert ist. Sie vergibt dir nicht nur, dass du dein Buchreferat hast, dass du kein Buchreferat hast. Sie erklärt dich auch zur größten Heldin der Schule. Was auch sonst. Bis zum nächsten Abenteuer mit Max und Chloe. So. 11 wäre, du entscheidest dich, seinen ekligen, langhaarigen Schwanz zu verbrennen. Guter Plan. Wusch, der Schwanz des Rattenkönigs steht in Flammen. Ihm gefällt das gar nicht. Er dreht durch und wedelt wie verrückt mit seinem Schwanz. Erinnerst du dich an all den Müll und all die dreckigen Windeln in der Kanalisation? Die sind hochentzündlich. Plötzlich fängt die ganze Kanalisation Feuer. Du bist umzingelt von widerlichen Müllflammen. Ist das wirklich, wie du stirbst? In der ekligen Kanalisation mit dem Rattenkönig zu verbrennen? Ja, ist es. Ende. Dann haben wir hier noch gute Entscheidung. Du gehst nach rechts und folgst der Spur an genagtes Papier. Du läufst eine Weile und landest in einer dunklen Ecke. Auf einmal bricht der Boden unter dir weg. Du schwimmst in einer Art warme Flüssigkeit, fast wie eine große Pfütze. Außer, warum schmeckt diese Flüssigkeit nach Eicheln? Ein helles Licht erstrahlt. Du bist gar nicht in einer Pfütze, sondern in einer großen Schüssel. Eichelsuppe. Und um dich herum stehen Eichhörnchen mit Löffel und kleinen Stürzen. Sie sind so süß und die Suppe wird immer heißer. Du warst wohl doch nicht so schlau. Wenigstens wirst du lecker sein. Ja. Ach, den hatten wir noch nicht. Du bist wahnsinnig dumm, durchgestrichen, wahnsinnig mutig, du springst runter in die Kanalisation. Glücklicherweise landest du auf einen Haufen aus Müll, Bananenschalen, dreckigen Windeln. Du hörst in der Entfernung etwas, das wie ein Eichhörnchen klingt, also rennst du los, um ihm zu folgen. Du läufst an vielen Abzweigungen entlang, schließlich gabelt sich der Weg, doch das ist nicht der richtige Moment zum Essen. Also hast du keine Zeit für Gabeln und wendest dich den zwei Wegen vor dir zu. Auf dem Boden siehst du links eine Spur winziger Abdrücke und rechts eine Spur angenagten Papier. Welcher folgst du? So, das war's. Oh, yes! Take that, Rat King. Jawohl! Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.